Ich habe Folgendes gehört: Hauptsache Kaloriendefizit und wird automatisch abnehmen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Triebenbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute wieder mit was ganz Wichtigem. Und zwar der folgenden Aussage, die auch natürlich hier, da man wieder lest, ich wieder immer wieder konfrontiert werde, auch von meinen Kunden, von meinen Schützlingen, die sagen, du Andreas, das, was du da erzählst, das ist alles nicht so richtig. Weil ich habe Folgendes gehört, Hauptsache Kaloriendefizit, Hauptsache ich esse weniger Kalorien, wie ich tatsächlich verbrauche und dann automatisch abnehme. Also Folgendes, Hauptsache Kaloriendefizit. Ich mahle mal einen schönen Kuchen. Einen großen, runden Kuchen. Das sind die 100% Kalorien, die wir brauchen. So. Also, und davon ziehen wir dann 20% ab. So, das ist dann, wenn wir 3000 Kalorien brauchen würden, ziehen wir 20% ab. Dann wären das insgesamt 600 Kalorien weniger. Das wäre dann ein Gesamtkalorienanteil von 2400 Kalorien. So, das ist jetzt für einen pauschalen Menschen. Wir nehmen einfach jetzt irgendjemand XY, so groß, der braucht diese Menge pro Tag, um Körperfett abzubauen. Für sein Gewicht zu halten, für alle Funktionen aufrechtzuerhalten, bräuchte er 3000. Aber er möchte abnehmen, also ziehen wir jetzt mal 5 bis 6 ab, in dem Fall 600 Kalorien. So, und jetzt ist es völlig egal, aus was diese Kalorien bestehen. Das ist die Aussage von vielen. Das heißt, die Kalorien können aus Süßigkeiten bestehen, aus weißem Brot, aus weißen Nudeln, aus fetthaltigen Getränken, das ist aus fetthaltigen Essspeisen, aus gesüßten Getränken. Wichtig ist nur, dass diese 3000 Kalorien unterschrieben werden, hier in Form von 2400. Das heißt, mit den 2400 nehmen wir dann automatisch ab. Das könnte eventuell bei dem einen oder anderen sogar funktionieren, aber nicht bei allen. So, warum? Folgendes. Also, wir haben ja 2400 Kalorien. Wir können natürlich Folgendes machen und können zum Beispiel sagen, die 2400 Kalorien, die bestehen jetzt aus 75% Kohlenhydrate, Energielieferanten und dazu noch mit hoher glykämischer Last versehen. Das heißt, Weißmehlbrötchen, Toast, dann mal ein süßes Stückchen, dann auch mal Süßigkeiten, dann auch mal ein ganz normales Brot, Obst dazwischen. Das heißt, 75%, das ist das hier, die zwei Drittel, 75% besteht aus Kohlenhydraten. Okay? Und der restliche Anteil teilen wir einfach mal auf in 15% Fett und 15% Protein. So, okay, lassen wir es mal so stehen. Jetzt nehmen wir mal das Blatt und drehen es mal um. So, und jetzt zeigen wir nochmal die 2400 Kalorien auf. Aber dieses Mal teilen wir es auf in ganz grob hier die 40% Kohlenhydrate, dann machen wir 30% in Form von Protein und wir machen den restlichen Anteil 30% in Form von Fettkohlenhydrate und ihrer Protein. So, das ist die gleiche Kalorienzahl, exakt die gleiche, nur anders verteilt, prozentual die Makronährstoffe anders verteilt. Hier funktioniert das System ganz anders. So, jetzt machen wir noch was. Nächstes. Wieder die 2400 Kalorien. Und wir teilen es jetzt mal auf in 50% Fette. Ist ja auch eine Möglichkeit. Und dann machen wir die guten 30% Protein oder machen 20% Kohlenhydrate.
So, jetzt haben wir schon wieder eine andere Aufteilung, aber immer noch die gleichen Kalorienzahlen. So, und jetzt gehen wir nochmal zurück. So, nehmen wir den hier. Und da machen wir es so, dass zum Beispiel alle Kohlenhydrate hauptsächlich glykämisch niedrige Last haben, lauter vollwertige Sachen, lauter Kohlenhydrate im Insulinspiegel nur wenig tangieren. Das heißt, wonach der Zufuhr des Essens der Blutzuckerspiegel langsam ansteigt. Das machen wir einfach mal gut, also somit zu sagen gesund. So, dann haben wir hier Fett, auch wieder hauptsächlich viele pflanzliche Fettsäuren, die einfach ausspaltbar sind. Leinöl, kaltgepresstes Olivenöl, Bio-Kokosöl, also richtig gute Fette, auch gut. So, und hier haben wir das Protein, teilen wir auf die 30%, 50% tierisch, 50% pflanzliches Protein, auch gut, relativ gesund. So, auch das hier ist wieder was ganz anderes wie das hier. Die 2400 Kalorien zum Beispiel, alle Kalorien in Form von Kohlenhydraten, relativ schlecht, so wie ich es am Anfang gesagt habe. Süßlastig, zuckerlastig, Weißmehlprodukte. So, und hier die 15% Fette, großer Anteil tierisches Fett und das Protein zum Beispiel auch hauptsächlich tierisches Protein. So, das ist was ganz anderes. Der Körper reagiert hier drauf komplett anders wie hier drauf. Genauso wie er wieder ein Stück weit anders reagieren wird wie hier drauf. Aber hier auch. Die Fettsäuren so gesund wie möglich. Hier die Kohlenhydrate so gesund wie möglich. Das Protein so gesund wie möglich. Auch hier wird er anders reagieren wie bei der ersten Folie. Und genau deswegen, aus diesem Grund, ist ein Hauptsache ein Kaloriendefizit nichts anderes wie eine reine pauschale Aussage. Ich habe euch schon ganz oft erklärt, dass zu mir Kunden kommen. Die haben schon seit Jahren ein Kaloriendefizit. Zumindest von montags bis freitags sind die energetisch in der Unterzufuhr. Das heißt, die essen wesentlich weniger, wie sie essen sollen, weil sie nicht frühstücken. Weil sie ein schlechtes Mittagessen sind, in der Hektik ganz klein und abends ganz viel essen. Somit kommen die gar nicht auf ihre Zufuhr, auf ihre Mindestzufuhr. Aber sie haben 10, 15 bis zu 20 Kilo Übergewicht. Ein Körperfettanteil bei Männern von über 20-25%, bei Frauen 30-35%, sogar noch höher. Aber ohne Kalorienüberschuss. Wie geht das? Ja, weil diese Aussage, Hauptsache ein Kaloriendefizit, das ist nichts anderes, wie einfach nur pauschalisiert. Deswegen, liebe Freunde, ganz wichtig. Eine pauschale Aussage könnte dem einen oder anderen helfen. Wenn er zum Beispiel, also ich zeige es euch nochmal auf, wenn du von 4000 Kalorien kommst, 4000 schlechten Kalorien, ganz schlecht, also einfach ein furchtbares Essverhalten, und du gehst dann runter auf 3000 Kalorien, furchtbar schlechtes Essverhalten, dann wirst du definitiv eine gewisse Zeit lang abnehmen. Das ist richtig. Aber irgendwann hängt sich das Ganze auf und du wirst nicht mehr abnehmen. So, und was passiert? Wenn du 4000 Kalorien schlechtes Material zuführst, was hast du gewonnen? Du hast 1000 Kalorien weniger schlechtes Material zuführt. Du hast dich immer noch gesund ernährt. Was ergibt dabei einen Sinn? Es gibt keinen Sinn. Es ergibt definitiv keinen Sinn. Hauptsache irgendwie kurzfristig ein Gewicht reduzieren, ohne Fokus auf die Zukunft, ohne Fokus auf dein Investment in die Zukunft, gesundes Investment, macht meiner Ansicht nach keinen Sinn. Deswegen, wenn wir schon dabei sind, Kalorien zu reduzieren, dann sollen wir uns auch Gedanken machen, wie am besten die Strukturierung der Makronährstoffe, wie viel Prozent Kohlenhydrate, gesunde Kohlenhydrate nehme ich zu mir, wie viel Prozent schlechte Kohlenhydrate kann ich mir erlauben? Wie viel Prozent Protein soll ich zuführen? Was habe ich vor? Mache ich Kraftsport? Mache ich gar keinen Sport? Wie viel Sport mache ich? Habe ich vor, dann Muskeln aufzubauen? Was steckt da alles dahinter? Und genau diese Faktoren sind dann eben nicht mehr pauschal. Und somit passt auch eine pauschale Aussage überhaupt nicht mehr dazu. Deswegen, liebe Freunde, mein Tipp an euch, verlasst euch nicht auf pauschale Aussagen. Bei vielen Dingen in unserem Leben würden wir uns nie auf eine pauschale Aussage verlassen. Aber ganz oft im Bereich der Ernährung reicht uns eine pauschale Aussage aus, zu sagen, ja, das ist jetzt Gesetz, das ist ein Schein gemeißelt. So einfach ist es nicht, liebe Freunde.
Genau deswegen wünsche ich euch viel Spaß. Wenn ihr zu diesem Thema noch gerne Infos habt, schreibt es unten rein. Ich bin für jedes Feedback dankbar, weil ihr seid immer diejenigen, die mir ordentlich Futter für meine Clips liefern. Deswegen schreibt unten rein, was ihr noch wissen möchtet, was interessant ist. Und ich gucke, wie es auf meine To-Do nehmen und ich gucke, wie es am besten einbauen kann. Das war's. Andreas Riembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe. Heute das Thema Kaloriendefizit. Ich gebe dir die Antwort dazu. Mach's gut, bis bald. Ciao.